Da ist er. Hoffentlich ist er auch der Richtige. Oh, keine Night Vision. Ah, siehst du, da habe ich noch Mal was hier ein bisschen verballert. was ins Licht. Ah, da habe ich noch was verballert, ey. Oh, oh, oh. Siehst du, was man hier alles im Kopf haben muss, so. Oh, da, zack, aktualisieren. Bam, okay. Warte mal, dann. Jetzt sollte er reinkommen, hoffentlich. Jawohl. BMW M5. Jetzt geht das auch. Und die Night Vision vergessen. Das ist noch viel schlimmer, ey. Dann machen wir noch mal ein paar Fahrzeuge, wenn wir schon gerade dabei sind. Berg Chevrolet Tahoe. Habe ich da gerade einen Follow aufblinken sehen und den verpasst? Ich habe keine Ahnung. Die Night Vision vergessen ist immer ganz schlecht. Ja, ich habe mich gerade extra einmal ausgezogen. Hey, hab ich doch mit. Ai, ai, ja. Hast hey. Du eine Hide oder was? Oh, oh, oh. Leute, okay. Jetzt kommt der absolute Knaller hier. Ein Aston Martin DBS. So, lieber die R8 Spider in Flames holen. Ja, den habe ich noch nicht. Ja, siehst du, hol mal Zeit. Ding. Weil ich extra noch mal den Sound ein bisschen lauter. Ah, Bild wird gleich hell. Runde. Muss er mal gleich beim Landen die Night Vision aufsetzen. Ach ja, bei uns mit der Taste 0 können wir nämlich den Sound runterregeln. Einfach mal so. Ja, kann ich nur bestätigen. Das gilt für den gesamten. Über diese unqualifizierten Kommentare! Ausgenommen sind natürlich die Voice Chats, die bleiben genauso laut wie vorher. Oh, wo bist du denn? Ich seh dich nicht. Da unten bist du, oder? Da unten was leuchtet, genau. Gut. Hier unten im kleinen Vorraum, Vorhof, habe ich da den Zamak schon mal hingestellt. Ist eine super geile Landezone, finde ich. Ja, ein Stückchen weiter geradeaus. Ja. Wir wollen ja mal hier Huron-mäßig landen, ey. Hier. Ich bin doch nicht so ganz wach, Mann. Ich habe erst 5 Kaffee. Ach, wenn es mehr nicht ist. Zu machen. So. Soll man den Night Vision aufziehen? Also du hast hier Synced Gaming jetzt als, ne? Synced... Was steht da? Ne, das ist der MTV, ja. Gaming TV. Jawohl, hast du Multi an, oder was? Ja, sicher. Sicher das! Dann decke ich mich mal wieder mit meinem Zeug ein hier. Jawohl, warte mal, ich muss das mal ein bisschen Musik hier anmachen. Zack, 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 zack. Nix Unterhaltung hier. Mal gucken hier, ob das auch so sein soll, wie es sein soll. Scheiß. Oh. User joined your channel. Moin. Moin. Moin, David. Oh, jetzt muss ich mal hier den Ton ausmachen. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jawohl. So, tut's ja jetzt, tut's ja nicht. Oh, Musik ist auch an. User joined your channel. Elbato. Guten Morgen. Hallo. Ach du Scheiße, Maris, wie bitte siehst du denn aus? Warum? Nein. Einfach so. Jungspund. Also, wer beide sehen möchte, ne? Echt? Multi-Twitch, Nikotin-TV, ne? Sync-Gaming-TV. Ja, nur ja, das Gesicht, der Rest ist verschrumpelt. Ja, aber das muss ja keiner sehen auf unserem Stream. Ne?
Erst nach 24 Uhr und 20 Bier. Ach, David, hi. So sieht's aus. Moin. Er lebt noch. Ja, natürlich. David, kannst du mir mal sagen, ob die Musiklautstärke richtig ist, so? Warte, muss ich kurz runter machen. Jo, Mann, ich hab gehört, ich krieg einen Summer Gear. Ja, es Namen ist gut, über den Spielern sind entfernt. Ach ja, David, bin ja auch da am Streben. Bisschen lauter machen, keinen Ton lauter. Okay, warte. Was ist denn sonst noch in der Garage? Ach, den Land Rover, genau. Dann Land Rover. Der darf den bösen Bubi, Nein, ich will nicht das Auto aufschließen, ich will das Auto aufschließen. Keinem bösen Bubi darf hier dieser Land Rover fehlen. Brauch lieber mal den Zamak. Der steht da hinten. Wo denn? Hier, versteckt hinter der Mauer. Ach da, ach egal, ich seh auch hier. Dieser blind heute Morgen noch, ey. Naja, ich find's richtig geil. Du hast hier eine super geile Landezone. Den Zamak da absetzen, landest mit dem Heli daneben. Kaufst die Sachen vom Heli macht und. Jeder eigentlich, genau. Und vom LKW ins Haus, in die Kiste. Warrior sieht so aus, als würde er irgendwie Autos verkaufen wollen oder so. Ja. Ich mache jetzt Modeshow gerade mit meinen Autos. Was meinst du, mal Cam oder mein Charakter? Nee, deine Autos da. Dann ist nicht meine, das ist von Nikotin TV. Ich bin der Huron, der meinen Zabak abholt. Ja. So. Packen. Die Hure, die deinen Zamak abholen. Durchparken. Auch fast nur noch als Zivi Nico, ne? Naja. Und abends dann halt das Medic. Ich glaube, ich sollte dir dann gleich nochmal den Schlüssel übergeben. Das wäre praktisch. Musst du auf die Entfernung hin? Ja, ja. Was ist denn hier los? Du hast ja deine Steuerung von links nach rechts und rechts nach links. Ja, ich flieg gerade verkehrt rum. Und eingeklinkt. Guten Flug. Ab geht er, Peter. Danke dir. Wenn du mich nicht hättest. Dann hätte ich keinen Zamak. So. Jetzt fahren wir auch noch mal eine Runde. Sollte vielleicht nicht so tief liegen, wenn der Zamak da dran hängt, ne? Ja, vor allem, da müssen gleich irgendwo mal so ein paar hohe Stromleitungen kommen. Ja, da kommen sie schon. Das hat ja schon einer geschafft, er ist so schön tief geflogen, da ist dann das, was er drunter gehängt hat, schön in den Stromleitung verfangen. Das ist unschön. Hat natürlich dann den Wagen zerlegt, wie auch den Heli. Oha. Ja, wurde einfach mal so von 300 auf 0 runtergebremst und dann patsch ab auf den Boden. Unschön. Das sah geil aus. Oh yeah, Wind of Change. Wird ja gleich wieder hell, das ist doch schön. Naja, es gibt nichts Schlimmeres als mit Night Vision rumzurennen, ne? Auch ich habe mir inzwischen, ausgenommen als Medic, weitestgehend abgewöhnt, mit nachts mit einem Night Vision zu fahren.
Bei fliegendem Night Vision muss sein. Gar nicht, ey. Marius, welches ist denn jetzt das Video von gestern Abend? Ich glaube auf Tour 1 oder nee, warte mal. Doch, auf ein Tour 1, 3 glaube ich, oder so, oder 2. Auf Twitch loaded. Ui. So, ich habe mal ein bisschen Werbung geschaltet für dich. Jawohl, ich danke. Wo ist Werbung? Ich will auch Werbung. So, wir machen, ja, habe ich ja eben schon gepostet, heute Abend. 17 bis 18 Uhr Ace stellt diese neue Physik-Engine BN Gaming vor, oder wie das heißt? Beam NG oder so. Danach 2 Stunden haben wir Mafia-Gameplay und dann kommt das Format Der Commander spielt. Oh, Der Commander, der holt natürlich dann alle ran. Ne? Kann natürlich sein, dass ich von nach 22 Uhr dann nochmal mache. Na klar. Muss ich dann spontan sehen. Jederzeit, ne? Also, wenn noch Platz ist und gerade kein anderer Stream, kannst du spontan auf jeden Fall mal einschalten. Im Moment geht es jetzt erstmal darum, das Ganze mit Content zu füllen, ne? Ja. Weil, wie gesagt, ich bleib erstmal ein bisschen bei Arma, weil ich hab eh nichts anderes großartig drauf. Ja, ist ja auch gut so. Seitdem einer möchte Monkey Island zugucken. Nee. Wenn ich meine Platte aufräume, dann kann ich da auch Assassin's Creed 4 Black Flag. Deine Stimme kommt mir so bekannt vor, aber verzeih mir, wenn ich gerade nicht auf deinen alten Namen komme. Ihr wechselt alle euren Namen, wie ich meine Unterwäsche. Ach du Scheiße. Bei wem jetzt? Bei mir? Nee, Nikotin. Ja, Eckbert? Ja, richtig. Ja, Mann, ich wusste nicht so. Echt, aber der dir am meisten auf die Nerven gegangen ist damals. Nee, du glaub mal, da gab's noch einige, die mir um einiges mehr auf die Nerven gegangen sind. Ach, nice, hat Glück gehabt. Was ist denn schwerer, Opium oder Kokain? Gleich schwer. Ich glaube, also die liegen alle gleich. Also du kannst... Ja. David, spielst du denn eigentlich noch? Insgesamt, wenn du schon verarbeitet keine Ahnung, hast... Nee. 43... Opium und... Ne, 33, 34 Opium und Kokain... in Heli und Rucksack packen, musst du aber darauf achten, dass du wenigstens die erste Ladung im Rucksack du verarbeitest halt 1:1 hast. Sonst wird das Umpacken sehr schwer, weil du kannst nicht umpacken, weil alles voll ist. Ja. So, ich bin mal noch ein Weilchen auf. Bis später. Jo, bis später. Wollt ihr etwa eine Blue-Sin-Tour machen? Nein, ich doch nicht. Ah, ich guck mal erstmal an. Blödsinn-Tour. Was sagt denn der Markt überhaupt? Ah, wieder um 20 gefallen. Na gut, so viel Blödsinn konnte ich jetzt nicht mitnehmen. Doch, macht ja nix. Ach, du hast Blödsinn schon verarbeitet? Nee, hast Nein, ich hab erst Opium eingelagert. Opium eingelagert. So viel geht leider nicht hier. Da weißt du, was er schön Lass ist, das nicht meine andere Bündigkeit hören mit dem Blutwind. Ich bin viel zu nett als Kopf ohne Scheiß, ne? Muss mal härter werden. Will ich aber gar nicht, ich will euch ja gar nicht alle abfangen. Ja. Naja, dadurch, dass sie den Namensplaketten entfernt sind, jeden dritten anhalten, der du siehst. Aber ich war gestern echt zu nett. Ich hab den V-Leuten mega Rabatt gegeben. Marius habe ich nur ein bisschen Spielgeld für Banküberfall aufgedrückt. War da gar nicht beteiligt. War gar nicht beteiligt. Genau. Wollte angeln gehen. Genau, Marius. Deswegen haben wir auch den Kollegen, den wir nachher haben wiederbeleben lassen. Habt ihr den Kojoten wenigstens gefangen? Nee. Ja, Mann. Übrigens für alle, die hier gerade bei mir sind, also beim Nikotin TV, wie ihr schon gehört habt, startet demnächst eine schöne Promo
Stream mit verschiedenen Leuten, verschiedene Blickwinkel und so weiter und so fort. SynkedGaming.tv, den auch mal bitte liken und followen und coren. Der aktuell auch läuft. Ja, ich mit Kaffee. Link den einmal noch manuell. Wo du Marius heißt, nicht Manuel. Wortspiel. So. Weil ich denke, nach dieser Tour Opium werde ich wahrscheinlich mich schon fertig machen für die Arbeit. Arbeiten? Nein, ich habe. Oh. Ja, sicher. Können die Kaputten wieder durch die Gegend fahren. Ja, die ich abends hier, nachdem ich von der Arbeit wiederkomme, aufkratze. Ne, die fahre ich dann über Tag schon durch die Gegend, im Krankentransport. Ich fand's halt gestern Abend krass bei dem Banküberfall, Marius. Wieso? Dass wir einfach, wir haben euch zu viert, haben wir euch einfach auseinandergenommen. Und die anderen 5 Cops, die danach erst an der Bank kamen, haben es nicht geschafft, den Charlie zu fangen, ne? Aber da darfst du nicht vergessen, wir waren gerade mal 2, die etwas schießen konnten. 2, die gar nicht schießen konnten. Ja, der Typ, der hinten auf dem Offroader saß, war auch ein bisschen dumm, der ist nicht ausgestiegen, nix. Jules, oder was? Der ist nicht Nee, Jules war ja Fahrer, der auf dem Offroader saß und ist ein Reason. Das war O-Dog. Offroader steht da schon, Fahrer ist tot. Und so 1,5 Minuten später sitzt er immer noch auf dem Offroader und fängt an rumzuballern. Dann hab ich ihm direkt einen Headshot gedrückt. Ah, der ist ja komplett neu. Odok habe ich gestern, glaube ich, einmal aufgekratzt und dann nach Neoshori geflogen. So nach dem Banküberfall. So fliegen ist irgendwie nicht so mein Ding, ey. Naja, mit verdrehter Steuerung ist klar. Gucken, wer hat denn da? The Daniel. Schön. Oh, der kommt zu schnell, Also irgendwie ist mir das zu umständlich mit dem Huron und mit dem Zamak, ey. Och, jetzt ist mir auch noch mein... Seite neu laden. Jetzt habe ich meinen Flashplayer abgekackt. Bei zweimal dem gleichen Stream plus einem anderen Stream und Musik und noch... Ach du Scheiße, ne. Hä? Aber jetzt läuft wieder alles. Ich bin sogar zu blöd, mein Haus zu finden. Ja. Ah, mein Gott, bin ich doof. Ja. Ja. So, warte mal, ich muss mal hier so. Oka. Savage Gaming. Loop Doggy. Oh, du hast ja auch schon mal 5 hier. Aha. Ja, hast du schon welche abgeworben? Mal gucken, wer ist denn das alles? Falsch gemacht. Okay, ich habe halt Werbung hier für diesen Channel gemacht. Ja, wie weit versuche später nochmal mit der Zuschauerliste. Laden. Ach, was zu trinken mit, Machen wir das an. Ja, cool ist bei dir. Will ich noch voll ballern an? Auch in ein paar Minuten ist der Blödsinnpreis wieder hoch. Ja. Wollt ihr noch ein bisschen? Ja. So, das haben wir voll. Kann es am besten erstmal hin und her fliegen, verarbeiten. Brauch nichts mehr verarbeiten. Das ist alles schon verarbeitet. Hast du schon alles in Blödsinn verarbeitet? Ja, natürlich. Das wurde schon getatascht. Aha. Also wie gesagt, viel geht da nicht rein hier. Wollte mal so eine Testtour machen. Ach so. Ja, wenn ich eine Runde Coca und eine Runde Opium fahre. Vorher halt im Haus einlager und dann
Habe ich 49 mal Blödsinn. Und, Bonbons? Naja, Bonbons, ganz viele. Bonbons. So blaue Bonbons. Und ja, die sind die besten. Naja, kann ich insgesamt 49 mal mitnehmen. Und das bringt bei knapp über 9,1, 9,2 habe ich da 450.000 rausgezogen. Beim MTVR. Alter, was ist hier los? Weiß ich nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Mit der Steuerung, ey. Aber gewaltig nicht. Nee, ne? Oh doch, ey. Boah, knappes Ding, ey. Du hast knapp an der Mauer vorbeigeworfen, oder was? Ja, so ähnlich. Das habe ich schon mit dem kleinen Truck geschafft. Ne, da war der noch teuer mit 165.000. Da habe ich den oben am Metallhändler genau mitten auf die Mauer drauf fallen lassen. Voll beladen. Der hat Bumm gemacht. Er hat Bumm gemacht. Natürlich schade. Mhm. Naja, das Problem ist, glaube ich, wenn du die abwirfst, dann kannst du selber Schaden mit dem Heli noch kriegen, ne? Nein. Ach, irgendwie sind wir mal in die Luft geflogen, aber keine Ahnung, woran es lag. Hattest du ein Boot drunter? Nee, war, ich glaube, ein Quad sogar. Also nicht auf dem, nicht hier, war das, war nicht hier. Aha. Schon länger, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, da lohnt sich eine MTVR-Tour mehr. Na, no, also zum Verarbeiten, da mein Haus vom Blödsinnverarbeiter 13,4 Kilometer entfernt ist, fliege ich die Strecke ganz gerne mal hin und her immer wieder, um halt nur das Blödsinn zu verarbeiten. Losing. Ja, das Problem ist ja bei uns, wir müssen, dass die Kokain und Opium auf zwei verschiedene Häuser aufteilen. Ja. Also eben 130 Einheiten drin oder so, und ein Raid, dann war es das, ne? Naja. Ja, deswegen werde ich mir in Kürze auch noch ein zweites Haus kaufen. Bin sehr, sehr abgelegen. Taschen dicke, wa? Überhaupt nicht. Taschen dicke, ja? Ja, sicher, Tasche voll. Ja, da bin ich überhaupt richtig, ey? Weiß ich nicht. Ja, auch nicht, ey. War noch nie. Also der Blödsinnverarbeiter ist oben auf dem Berg, ne? Ohne Haus, oder was? Ja. Ah, dann bin ich wohl doch richtig. Mit Steine. Ah ja, ich sehe gerade. Ja, da kannst du eigentlich den ganz gut absetzen, du kannst auch direkt neben landen. Ah ja. Mit dem Huron ist die Sicht ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht. Eingeschränkt. Ja. Ich hab's schon mal aus Jux und Dollerei mal gemacht, dass ich den Zamak aus der Innenansicht geliftet habe. Das ist geil, weil in der Mitte hast du halt die Kamera. Ja. Böser Stein, böser Stein. Hier ist ein Stein. Der mag mich nicht. Bap, bap. Da, 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 da. Captain Jules. Der Lukas. Ah, Miami. Hat Arma gestartet. Miami auch. Wenn ich den, muss ich den kennen? Muss man den kennen? Keine Ahnung. Klingt aber gut. Ja, na, Miami will ich auch mal. War ich schon? Brauchst du nicht hin. Welcome to Miami. Zweimal war ich schon da. Zweimal Miami. I'm walking to Miami. Ja?
Jetzt muss ich also irgendwie dann. Ich verarbeite zwar etwas querbeet, aber ist ja völlig egal. Was ist das, Mambo, oder war das ein anderes Mambo? Mambo? Mambo. Mambo Number 5? Nee, Mambo von. Machen wir mal. Da brechen wir mal das Programm hier. Dann machen wir die Musik. Na, Herbert Grönemeyer mit Mambo. So, sagt der Blues im Preis. 9268. Ja, dann warte, bis ich gleich verarbeitet und verkauft habe und dann steigt er wieder. Das wäre eine miese Zusammenarbeit. Naja, von Homie zu Homie, ne? Oh fuck, hey. Glück gehabt. Mit 100 eine Steigung als Rampe nehmen. Doch geil. Kommt nicht gut, wenn direkt dahinter Steine sind. Irgendwer ist gestern, ich glaube Jules oder Harold, also Charlie, ist glaube ich gestern gegen ein Polizeiauto gefahren. Wir mit dem Golf GTI, die mit dem, na sag schnell. Mit dem Crown auf der Brücke am Flughafen. Der Crown ist erstmal 100 Meter nach hinten geflogen. Geil. Und der stand da. Ja, wir sind alle gestorben und der Golf GTI stand. Hab ich hier eine 6 reingekriegt? Ja, das ist ein kleines Ding, ja. Boah, was habe ich denn jetzt überhaupt drin hier, den Zermak? 27 plus 7. Macht 34 Einheiten, das macht irgendwie nicht so. Naja, alleine fürs Verarbeiten reicht es. Oh, klar! Aber es kommt drauf an, wo halt die Hütte ist. So, mal eben kurz notieren hier für meine Homies, ne? Husin 34 Mal. Wir teilen ja alles, verstehst du? So, das Ding ist zu, ne? Weil. Dann haben wir doch schon alles. Oh, zwei Titel weiter. Both came up on the gritty streets of Jamaica, Queens. Two street kids now, man. It's sad at the end of the fog going to that. It's not for me. Ich will mir noch so ein Party-Mix zusammen vorstellen. Wurschteln? Wurschteln mal. Alter, was ist denn hier los mit dem Ding? Verdammt nochmal! Ja. Kann doch nicht wahr sein! Na, einfach ein Bückchen noch mal. Der fliegt ja wie ein Kackhaufen, ey! Erst da fahre ich jetzt schon ohne irgendwie anzubumsen irgendwo. Jetzt fahre ich so klein. Ohne anzubumsen. Hauen dann nieder und dann Reifen gelb. Ach ja. Bisschen früher morgen, wa? Es geht. Ach ja.
Findet ihr überhaupt meine schönen lilanen Gardinen hinter mir? Ich finde die so traumhaft da. Mein ganzer Stolz des Hauses. Ja, so doch, so. Etwas. Muss mich ja meiner Frau fügen, ne? Ja, bin ich eher wer sonst, ne? Oh, der Mini Mini Man. Ach, wir sind die Ältesten gerade. Naja. Das ist hier irgendwie im Moment ein Abendserver, ne? Ja, so ab 16 Uhr und dann bis 24 Uhr und dann ist wieder tot. Also, wir brauchen Spieler. Spieler! Alter, was ist denn hier los? Ich weiß nicht. Auch nicht. Ah, irgendwie mit dem Landen habe ich es nicht so. Oh, 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 oh. Du bist aber echt zu hart gebremst. Ja. Sehe ich gerade. Hey, ich habe noch nie gelüftet, ja? Okay, dann ist es. Also, wenn du was drunter hast, der zieht ordentlich hinterher dann. Ah, habe ich gerade gemerkt. Ja. Ich mache jetzt auch kein Spektakel, einfach runter mit dem Ding jetzt hier, oder? Auch so ab 25 Meter schmeiß ich das Ding ab. So. Ja? Ja, ja. Ist ja uncool. 20, das hat ja nichts mit. Oh, da haben wir noch einen Roter zerschossen. Aber warum? Ach, da vorne. Ah, hab ich nie gesehen. Hab ich nie gesehen, die vordere Lampe. Jetzt müssen wir den Roter weghauen. Jetzt mussten wir so lange weghüppeln, bis er dann wieder. Jo. Sah gut aus. Ja, ne? Hab ich nicht gesehen, Alter. Ich hab grad nicht drauf geachtet, wa? Alter, oh. Wie nah hast du denn dran geparkt dann dadurch? So, was hab ich denn? 59.000. Muss ich mir erstmal ausschreiben hier. Dann muss ich ja genau ausrechnen, ne? 59.000, 524. So, der Blues-Sinnpreis sinkt wieder. Da war nichts mehr drin, glaube ich, ne? Aber weißt du, was das Schöne ist, wenn der Blues-Sinnpreis sinkt? Steigt der andere, ne? Der Preis steigt. War nur einmalig, danach mach ich nicht mehr. Mit Haley oder was? Lucin, das war jetzt nur eine Testtour. Ach so. Wie hast du da eigentlich dein Dings da blau gemacht? Hui, mega leck. Weiß ich auch nicht, kann ich dir gar nicht sagen. Ich war wahrscheinlich im Suffkorb, irgendwie habe ich das hier gekriegt. Aber ich glaube, das geht in den. Irgendwo, warte, ich guck gleich. So, jetzt habe ich 361.837. Was hast du gesagt mit dem Heli? Wegkoppeln oder was? Geht nicht. Koppel ja, nicht weg. Mit Jetzt hoppelt er weg. Aber ich glaube, das reicht noch nicht, oder? Hoppeli, hoppeli. Komm, mein kleiner Hoppelhase. Hoppel nach hinten. Hoppel, hoppel, hoppel. Komm, hoppi, hoppi. Oh, der wird immer kaputter. Gleich geht er hoch. Pass auf, ey. So, müssen wir mal ausrechnen. Machen wir mal Kopfrechnung ein bisschen, wa? Das sind 300 und 2.313. Also 302.313 $ mit 34 Blusen.
Zeitaufwand habe ich jetzt leider nicht aufgenommen. 302.313. Das ist ein guter Preis. Zeitaufwand, weiß ich gar nicht, was war es, 20 Minuten? Man darf nicht vergessen, ich habe es natürlich verarbeitet vorher, ne? Okay, ich glaube, ich war noch nicht weit genug weg. Rotor ist wieder Marsch. Oder? Ja, das sah oder schon oder so. Ja. Rotor im Arsch. Repariert und du drehst nur mit einem Rotor da rum, oder was? Ja, ja. Also egal, ich fahr mit dem Zabak jetzt. Wo willst du den Zabak haben? Ich lass den Huron stehen. Och, ist. Kannst du auch einen Zabak bei dir zu Hause noch hinstellen gleich? Was? Bei mir zu Hause? Okay. Ja, also. Wieso fährt der denn jetzt nicht mehr so wie ich will? Ah, doch. Yeah, yeah. Ach. Offroad for the win, ey. Dann habe ich ja heute so 800-900.000 gemacht, heute Morgen. Oder wie viel passen in den Sommer rein? 200, nee, 160 war das nur, ne? 160, ja, ja. In den MT vorher passen 330 rein, ne? Jo. Ich glaube, in den MTVR müsstest du etwas über 100 Blusen reinkriegen. Was? Ja. So, ne, ich habe 34 mit Inventar vom Heli und Zamak gekriegt, ne? Ne, ne, also, ich meine, wenn du nur Blusen verkaufen willst. Ja, ach so, ja, du musst Blusen ja hinfahren. Dann arbeitet das komplett. Ach, wo fahr ich denn, ey? Oh, Mauer! Weiß ich nicht. Ja, Mauern kann er nicht abhaben, Chef. Ja, das genau ist der Alter, ja, ja, ja. Alter, ich nehme ja gerade alles mit, was geht. Steine, Mauern, alles, alles mit her. Kommen Sie her, kommen Sie rein, machen Sie mit. Ich nehme alles mit. Oh, 3-6 oben. Dankeschön dafür. Ja, war ja nicht wegen dir. Ich wollte nur Testo machen. Ja. Musste ich bei meinem momentanen Gedankengang bedanken. Was haben wir denn jetzt? 235.000. Nur mit Opium. Oh, das geht erstmal weg hier. Erstmal den Money wegbringen, ey, für die Homies, ne? Die sich wieder schöne Waffen kaufen können. Und Kleidung und Track und die anderen Sachen, die ich nicht erwähnen darf. Du meinst das N-Wort? Ja, genau. Nein, aber nicht das böse N-Wort, sondern das N-Wort, das nicht jugendfrei ist. Das N-Wort, was Spaß macht? Genau. Nehme ich auch. Dreimal! Naja, einer links, einer rechts und einer drauf. Alter, Zamak! Zamak, hallo! Habe ich das etwa laut gesagt? Was? Ich habe keine Ahnung. Hat mich zugehört. Ach, eine links, eine rechts, eine drauf. Meine Anständigkeit verwehrt mir solche Gedankengänge und Kommunikationen. Mr. Hase! Das nicht Mason? Oder ja. Freeman? Mason. Wieder meine Maus hin. Da ist meine Maus hin. Ein Zahlen. Oh. Also dann Zabak soll ich einfach hinballern, ja? Oh ja, einfach irgendwo stehen lassen. Der despawnt dann schon in
die Garage. Apropos Garage. Tür öffnen, Tür öffnen. Was sagt der Taro? Ja. Kurz vor 11, das heißt, ich mache mich gleich fertig, dann gehe ich auf. Aber schon kurz vor 11 werde ich. Ja, 10 vor. Ja, aber bevor ich aufgehe, werde ich noch meine Zuschauer an dich verweisen. Wie viele Zuschauer hast du denn gerade? 6. Ich hatte vorhin schon mal, weiß nicht, 12 gehabt. Stark variierende Gesellschaft. Naja. Außerdem ist ja noch früh, also ne? Wenn... Ja. Gucken, ja. Warte, der MTVR war Offroad ein bisschen schlechter, ne? Der MTVR fährt 100 Offroad. Echt? Ja. Aber geht gut kaputt, ne? Und der, nicht so wie der Tempest, der ne? Der bügelt auch über die hohen Mauern drüber her. Ehrlich? Der geht schneller kaputt. Nö. Na, also, ich mache jetzt leicht dann Schicht im Schacht hier, geht rüber zu meinem Kollegen Syngamic TV, aka Warrior, aka Marius, aka Dane. Hab viele Gesichter. Danke, Liquid, noch für den Follow. Aka Yogi. Ne, Igor. Yogi gibt es nicht mehr. Boris hat Yogi erschossen. Ja, Igor ist tot, oder? Nee, Igor kam danach, ne? Ach ja, Yogi, das waren noch Zeiten, der gute alte Yogi, du. Der hat Waffen auf Altes gebracht, du, leck mir die, ne? Die Kimme, die Spalte und was auch immer. Was hast du gesagt? Ich würde eigentlich 10 Nagel sagen. Ja, ich bin halt klein versaut. Ich weiß auch, stille Wasser sind tief. Mehr als tief. Manche sind sogar so tief, ey. Hohohoi, gestern war übrigens hier unser kleiner Johnson bei Curry im Stream. Ja, ich hab's gesehen. Na, ich mal direkt gefragt, wie es ausschaut. Aber die hat ja leider wenig Zeit wegen dem Studium da oder was, ne? Ach, Studium, zocken ist wichtiger. Ist so, Alter, zocken ist alles, Mann. Wir können die ganze Sync-Gemeinschaft können zusammenschmeißen, bauen wir uns eine Villa und ziehen alle da ein. Bin ich voll dafür. Ne, was weiß ich, wenn so 10, 15 Leute, schön dicke, fette Villa, 20 Räume, 10 Badezimmer. Ah. Bierpool und Pool im Garten. Sauna. Oh. Ändern richtig. Hydraulisch ausfahrbarer Balkon. Geil. Mit integriertem ausfahrbaren Sprungbrett in den Boden. Ja, und eine 180 Meter Rutsche. Die einmal ums Haus rum geht, an jedem Fenster vorbei und dann im Pool landet. Ich würde gerne in der Wohnung, Gegend hier bauen, ne, bei mir so, ne, also. Welche Gegend warst du noch gleich? Nähe Braunschweig, Längede. Braunschweig, Längede, was ist da noch in der Nähe? Oder Hannover, 60 Kilometer. Hannover? Ja. Ist doch hier, Dietersack. Nee. Zentral.de, Kassel. Zentral, Kassel. Jo, Kassel kenne ich. Kassel ist zu hügelig, das ist nichts für mich, ich bin nicht so der Bergmann. Ja, kommst du zu uns nach NRW, schönes, schöne Münsterland. Das ist auch hügelig da alles. Ah ne, Münsterland ist ja flach, ne? Münsterland. Wo wohnst du denn, Eckbert? Wohnst du auch da in Münsterland, oder was? Ja, in der Nähe. Du zuerst, sag du. Ich wohne in Osnabrück. In Sende. Osnabrück, da bin ich am 28. März wahrscheinlich. Wegen der Cebit? Oder was? Nee, von Oldenburg. Ach, keine Ahnung, Oldenburg, Osnabrück, irgendwo bin ich da. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich hab Termine nicht so im Kopf, das macht meine Frau immer. So, also, mal alle rüber nach Syngaming TV. Ich mache jetzt an dieser Stelle Schluss. Wir hören und sehen uns dann heute Abend ungefähr ab 22 Uhr. Beziehungsweise 21:45 Uhr.
Und dann wahrscheinlich als Medic oder wenn ich lustig bin, auch wieder ein bisschen was am Farmen, ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen RP machen, ein paar Bullen umknallen. Hab ich das was? Bullen umknallen. Tankstellen ausrauben. Na, ich muss doch meine 10.000 Minuskammer voll machen. Na, ich hab nur 8.000. Ah, ich hab 6.1. Brauch noch ein bisschen. Ja. Also, Ladies and Gentlemen, auf geht's. Später. Na, guck mal, schon hast du 6 Zuschauer. Ja, reicht doch hin für morgens. Vormittags. So. Für den Anfang. So, Musik ausmachen. Ah, das ist mir echt eine zu große Tour hier, ey. Alleine. Guten Morgen, Siginator. Moin, moin. Entschuldigung, dass ich manchmal so ein bisschen Namen falsch ausspreche. Ich habe nämlich die falsche Brille auf. Meine ist kaputt gegangen. Die ist gerade bei Viehmann. 2 Wochen Wartezeit. Die PIO. Also. Bildet euch ihr eigenes Urteil. Ja, wenn ich 2 Wochen auf ein Brillenglas warten muss, naja, ob das Schleichwerbung ist. Okay, ne, also 2 Wochen schon heftig für einen Optiker. Okay, Laternenfall mag er nicht so. Und kein Replacket nee, mehr. Eieieiei. Ich glaube, ist gerade hier irgendwo in der Nähe. Nö, natürlich nicht. Ich glaub's nicht. Hallo, was ach, los? Ach du Scheiße, Charlie, ich glaube, ich muss weg. Natürlich ist hier nichts in der Nähe. Du bist wie 14, 13? Gerade 13. Ich hab nicht mehr Essen und Trinken warte. Mit. Oh mein Gott! Ja. Warte, dann machen wir das mal eben ganz schnell. Mit der Verdursten. Was macht ihr denn? Ich guck mal. Warte mal, Robert kann ja sein, dass was im Haus eingelagert ist, aber ich glaube nicht. Ich bin, da siehst du, DP15, ne? Der DP15, ja, das sehe ich. Ja, weißt du Bescheid? Erstmal 200 Meter vom Haus, erstmal schön den LKW zerdoppelt. Wie viel? 200 Meter davor, aber ich weiß nicht, ob in dem Haus Trinken eingelagert ist. Mal eben schnell gucken. Ja, das mache ich als letzte Tat für heute noch. Eben schnell streame. Warum? Für dich. So. Ah, ich kicke erstmal mal kicken hier, ne? Ein bisschen kicken. Oh, Spitzhacke, Marihuana, super, das bringt mir alles nichts. So, du bist bei DP 14, zwischen DP 14 und 15, ne? Ja, DP 13 bin ich. Also, knapp daneben. So, vor der Kurve. Ne, natürlich nichts eingelagert hier. Anderthalb Kilometer. Wird mal Zeit, dass was eingelagert wird für die Notfälle. Mein Gott, eine Schlange in meinem Haus! Tür zu und weg. An Odok sich drum kümmern. Ja, guten Morgen, Herr Liquid MD. Ja, aka Warrior, aka Marius, aka Kane, aka Igor, aka Yogi, aka ich bin glaube ich, ich hab so viele Masken zu Hause beim Schrank hängen. Na, alles nur nicht wichtig, oder wie war das? Richtig. Ba, ba, ba. Oh, da fährt was. Das ist ein Aston Martin in Orange. Ja, ja. Marius, wann musst du deine Kids abholen? Circa 20 Minuten. Ja, 20 Minuten. Alles klar. Schreib mich kurz an, ja? Ja, wie ist das überhaupt, wenn man sich überschneidet? Geht das eigentlich? Oder was passiert dann? Nee, müssen wir theoretisch, glaube ich, einmal offline und wieder live gehen. Nee, ich meinte was, aber wenn du jetzt Stream auf, also auf deine. Wenn du jetzt Streams wenn starten ich, wenn drückst. Ich live,
wenn ich live gehe mit OBS und du offline gehst, dann wechselt er automatisch. Ja, aber was passiert, wenn wir beide anmachen? Was passiert denn dann? Das würde ich gerne mal wissen. Nicht, dass ihr, weißt dann du, was ich meine? Du, wer zuerst als alles klar. Kommt mal zuerst. Okay, alles klar. Also du kannst mich nicht, oder ich kann dich nicht irgendwie rausschmeißen. Oder sowas, ich hab dir hier noch was hingelegt. Ne? Alles klar, ja, da kann ja nichts passieren. Ja, und dein Fahrkunst noch... muss noch ein bisschen arbeiten. Ja, ich weiß. Du nur aufheben, ist Fahrerseite, ne? Was? Fahrerseite? Hier ist nix. Beifahrer. Andere Seite. Ah, danke schön. Hast du noch was zu trinken mitgebracht? Nee, ne? Ich hab ein Essen, ein Trinken. Das wäre schön, ich hab nämlich nur 45. Nee, Recker, du hast gestern nichts verpasst. Recker, das ist Lukas. Ja, Recker. Im Chat ist er Recker. Also nenn ich ihn Recker. So, ich hab. Oder Recker. Ist so. Ich hab den Gelben. Danke. Ape the Hazard. So, löse ich mal schnell wieder zu meiner... Der Charlie Momo gibt heute Abend so eine kleine Einführungsrunde. Der macht das auch mit Ace alles fertig. Ja, Siginator, ja. Wir haben einen eigenen Server. Muss man am besten unten auf den Button einfach Sync Gaming klicken. Unten auf das Logo, dann kommst du gleich zu der Homepage mit den ganzen Infos zum Download und so weiter. Das ist ein Mod-Server. Lukas hat's auch schon gepostet. Ich hab noch nicht ganz genau drauf geantwortet bei euch unten. Hast du denn auch die Wiki verlinkt? Was habe ich verlinkt? Die Sync Gaming Wiki. Im Twitch-Kanal? Ne, noch nicht. Panels habe ich noch nicht bearbeitet. Das ist erstmal nur ein Link zur Homepage, zu Facebook, zu YouTube. Das machen wir noch heute im Laufe des Tages, wenn die Grafiken fertig sind. Aber alles Wichtige steht ja erstmal auf der Homepage und wir haben auch noch eine Wiki-Seite auf der rechten Seite. Da steht nochmal alles explizit erklärt. Und dann sollte das auch klappen. Das ist idiotensicher. Ja, wenn selbst Marius draufkommt. Ich mach mal direkt nochmal hier ein Follow auf Synced. Das hört sich gut an. Aber Synced Gaming TV, ne? Ja, hab ich doch gerade. Zwei, ja gut, ich weiß nicht, was ich sagen. Es gibt nämlich einmal ohne TV und einmal mit TV. So, nochmal für die Zuschauer heute Abend. 18 Uhr geht's weiter. Ace stellt euch BeamNG vor. Das ist so eine neue Physik-Engine, die ziemlich begehrt ist und im Rennen ist. Da wird er so ein bisschen was zu zeigen, eine Stunde lang. Danach gibt's Mafia-Gameplay von 18 bis 20 Uhr und ab 20 Uhr spielt der Commander. Oh Gott, der Commander ist heute Abend da. Wie richtig, meinst du das, wo du den Server siehst? Und gleich gibt's ein bisschen FIFA. Ui! Boah, FIFA, David, spielst du FIFA? Na klar spiel ich FIFA. Ach Quatsch, 15? Oder noch 14? Ja, sicher. Nee, 15. Oh, Leute. Ist das eigentlich... Ich kann mir überlegen, ob ich's mir kaufe. Das ist eigentlich immer noch so, dass du, wenn du einen Freistoß schießt, dass du den Verteidiger mit reinschießt? Nein. Also für einen PC ist es auf jeden Fall geil, weil es das erste Teil mit der Ignite Engine ist, ne? Die IP wird dir nichts bringen, weil du die Mods runterziehen musst, Sekinator. Wir haben extra auf der Seite unseren Launcher. Den kannst du dir runterladen, der updatet alles automatisch und du joinst automatisch auf unseren Server danach. Der will doch nur die IP wissen, damit er eine DDoS-Attacke starten kann. Gib's zu! Gib's zu! Los, gib's zu! Aber ich habe das richtig verstanden, also wir können nicht gleichzeitig streamen, sondern abwechselnd quasi, also einer... Ja, gleichzeitig geht ja schlecht, müssen wir nur ein Bild sehen, ne? Ja, stimmt schon. Aber, David, wenn du Bock hast, schreib mir mal, TS deinen Origin-Namen, dann add ich dich mal, dann... Ja, wir wollen, vielleicht am Freitagabend Club aufzeichnen und streamen. Ja, und zwar mit allem Mann. Also da sind dann Sven, Mike und so weiter. Lukas, mir zuhörst, Freitagabend pro Club. Ja, ich kann Freitagabend leider nicht, aber nicht unwichtig gucken. Ja, werden wir öfter mal machen in nächster Zeit. Ich mal aus Pro Club werden wir so ein kleines Format machen, weil das ist immer unfassbar witzig. Wenn einer alles spielt und wir sind dann so... Wir waren halt bei FIFA 14 haben wir das zwischenzeitlich mit 8 Leuten gemacht, ne? Und es klappt halt gar nichts, aber es ist total witzig. Also ich habe FIFA 14 habe ich im Club in der ersten Liga gespielt. Ja, das hört sich so gut an. Lukas, Pro Club. Lad dir FIFA wieder runter. Ja, ich muss mir auch wieder runterladen. Pfui! Brauch keine Sau sowas!
können wir auch CSGO Matches jetzt noch Genüge geben. Ja, genau, damit was für CSGO Matches eigentlich. Ja, CSGO wird auch noch kommen, ja, wird alles. Ja, da machen wir mal. Warte, ich schreib dir eben kurz mal meinen. Mein Road Blick. To DMG. Musst du reinschreiben, Road to Global Elite oder so, dann guck ich dazu. Ich habe in letzter Zeit erstmal den Road to Silver gemacht und von Sheriff Stern durchgereicht auf 2 Sterne. Ich habe auch verkackt von Doppel AK auf 1 AK. Ja, das ist mein Team Nick. Ach, CD6XL, Schmutzspiel hat kein Multiplayer. Außerdem wolltest du mir noch, ne? Weiß Bescheid. Warte. Immer noch. Was hast du denn da für ein Auto, Bobby? Ist das ein McDonalds Werbefahrzeug oder was? Ja. Es ist, ich bin nämlich Geschäftsführer. Ja, hab ich ganz vergessen. Lass mir mal ein paar Burger schicken. So, Mari, mit Curry oder mit Erdnusssoße? Boah, Erdnusssoße. Ich hab halt beim Chinesen, der hat eine Erdnusssoße gegessen. Ist geil, boah, ne? Ich hätte schmelzen können. Ich liebe Erdnusssoße. Da kann ich drin baden in dem Zeug. Ich wusste gar nicht, dass Mike auch FIFA spielt. Also ich spiele ja mit Mike wohl öfter mal CS, aber dass er auch FIFA spielt, wusste ich gar nicht. Guck mal, was der Audi so ab kann, wa? Ja, Liquid ist wirklich Bombe. Ich spiele gerade mit dem legendären Scully etwas Koop. Und das ist schon ganz nice. Nur ragen wir halt manchmal ein bisschen. Ich habe jetzt auch, ich habe mir eine Kamera besorgt hier. So ein bisschen. Marius, hast du dich schon gewagt, in der Früh Facecamera zu machen? Oder egal. Ach du, ist egal, ob morgens oder nachts. Ich sehe so ein bisschen verpeilt aus. Mut zur Hässlichkeit. Ach Gott. Dicky Nater, auf dem Server sind durchschnittlich ja so 40 Mann. Jetzt gerade sind noch nicht so viele drauf, aber. Ah, das geht bald los. Steigen. Nach Mittag. Aber ich muss gleich dazu sagen, also wenn das denn klappen sollte, ich habe mir von Freitag bis Mittwoch Urlaub, sprich, da bin ich nicht da, bin ich Skifahren. Nice. Du bist neidisch. Ja, ich hätte jetzt 2 6-Stunden-Wochen hinter mir, jetzt habe ich mir mal 1,5 Wochen Urlaub gegönnt. Das ist kein Problem. Oh, klar. Wie gesagt, regeln wir nachher mal, ne? Jo. Ich bin mal unten und gleich ein bisschen FIFA. Bis später. Jo, viel Spaß. Glück. So, ich mache jetzt nämlich Screenshots für meinen Rumpost. Ich möchte nämlich die kleine Insel da in Pyrgos so im Gefängnis machen lassen. Weißt du, so habe ich mich gestern ewig mit Yahel und Harris unterhalten, dass du quasi, wenn du Morde begehst oder so, es eine 30%ige Chance gibt oder 33%ige Chance, dass du auf die Wanted-Liste gesetzt wirst, weil es momentan begehst du Morde, keiner checkt und wirst niemals dafür belangt. Also, da kommt. Ja, aber da kommt die Polizei niemals hinterher. Natürlich ist es realistisch, aber ich meine, so ein Spiel kannst du nicht realistisch. Nein, das ist überhaupt nicht realistisch, weil du hast natürlich dein imaginäres Volk hier auf Altes, was es natürlich auch sehen könnte. Ja. Und von daher ist eine Chance von, ich sag mal, sogar 50% eigentlich sehr realistisch. Ja, genau. Und dann hab ich halt so überlegt, man aus der Insel da, die zäunt man quasi. Und die ist so groß, da kann René dann so einen Spawn machen für Stein oder so. Also, dass du da Steine abbauen kannst. Ah. Und dann sagst du, du baust irgendwie 150 Steine ab. Oder du sitzt halt 3 Stunden. Je nachdem, wie du willst. Aber ich meine, Mord. Wenn du Mord begehst, und ich meine, wenn es eh nur eine 50 sein oder die Chance, kann man drüber reden noch. Aber wenn es halt nur eine bestimmte prozentuelle Chance gibt, ja, dass du erwischt wirst, dann kann der auch richtig hart bestraft werden, meinst du? Oh, Sikinator, kannst du dir mal ein bisschen was angucken, wenn du lustig bist? Ich schick jetzt erstmal nur 2 Links rein. So. Mach ich mein Auto mal weg.
friend of vicinity. Walk in the circle and lose your virginity. Put these khakis on and get out them speedos and buy down. Cause without us, it wouldn't be no. California. We get that dough. Na, 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 was ist das hier los hier? Komischer Witz hier. Egal wie viel CDs du hast, Arius hat Mercedes. Ist so. Blumt. Ich hoffe, mich bringt jetzt niemand um. Soll ich ihn umbringen? Keine Ahnung, ich weiß nicht, weil das auf dem Server ist. Ich auch nicht. Gucken. Ach, Kane und Quantas. Wer ist Quantas? So, danke fürs Zuschauen in meiner Session bei Sync Gaming TV. Jetzt geht's, glaube ich, gleich weiter mit FIFA. Da könnt ihr noch gerne zugucken. Also, bis später, bis dann. Marius.